Und damit wieder ein herzlich willkommen zu Legend of Zelda. Wir sind letztes Mal in Hateno, wie man es auch nennen will, angekommen. Reden wir hier mal. Ein Fremder, sag bloß, du hast dich verlaufen. Suchst du irgendwas Spezielles? Seltsame Orte. Seltsame Orte? Dann solltest du dir die Färberei mal ansehen. Du denkst vielleicht jetzt, dass es an Färberei nichts Seltsames ist. Da hast du aber den Besitzer noch nicht kennengelernt. Balsai heißt er und ist in Sachen Färben ein wahrer Meister, wenn auch ein etwas schräger Vogel. Möchtest du mich sonst noch etwas fragen? Total seltsame Orte? Ein total seltsamer Ort? Da solltest du zum Haus auf dem Hügel im Osten des Dorfes gehen. Da befindet sich das Hateno-Institut. Dort forschen sie Tag ein, Tag aus. Aber keiner weiß, woran genau. Kinder sind dort unerwünscht, aber das macht es für die Kleinen natürlich nur umso reizvoller, dort zu spielen. Möchtest du mich sonst noch etwas fragen? Ja, das war mein Handy, das war einmal mal nicht lautlos für eine Aufnahme. Zack, und schon macht's Geräusche. Das war klar. So, einen Schlafplatz. Ein Schlafplatz, da fällt mir nur das Gasthaus ein. Oder hattest du etwas anderes gedacht? Doch nicht etwa diese Musterhäuser hinter dem Kremalan. Die gehören zum Bauunternehmen Yolanda und sind komplett möbliert mit Betten und so. Sie sind noch neu und riechen herrlich nach frischem Holz. Dort schläft es sich bestimmt wunderbar. Möchtest du mich sonst noch was fragen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Das sehe ich schon. Oho, wen haben wir da? Bist du zum ersten Mal in Hateno? Dann habe ich eine grandiose Idee. Wie wär's mit einer Führung? Klingt gut. Aber gern. Es ist mir eine Freude. Die Arbeit im Laden übernimmt meine Tochter. Meine Tochter, da bleibt für mich kaum etwas zu tun. Also dachte ich mir, ich könnte doch etwas Gutes für mein geliebtes Heimatdorf tun. Verführung für Ortsfremde. Ich bin heute also dein Begleiter durch Hateno. Mach dich bereit und bleib dich bei mir. Denn jetzt beginnt eine Führung der besonderen Art. Das ist der Krämerladen, Mistral. Da kriegst du alles, was das Herz begeht und das Ladensortiment hergibt. Gut, dann nix wie weiter auf Seldons kleinem Dorfrundgang. Er läuft nicht gerade schnell. Ha, ha. Das hier ist Tornado, wo die Tradition des Hateno-Färbens bewährt wird. Hier kannst du Kleider färben lassen. Der Inhaber wirkt auf den ersten Blick etwas verschroben, aber wenn man ihn mal kennt, ist er wirklich ein netter Kerl. Gut, dann nix wie weiter auf Seldons kleinen Dorfrundgang. Er hat eine Mission. Haha. Und das hier ist das Gasthaus Sahel. Wenn du ein Bett suchst, bist du hier richtig. Und ganz und uns, die Rezeptionsdame ist eine wahre Augenweite, wenn du verstehst, ne? Gut, dann nix wie weiter auf Seldons kleinem Dorfrundgang. Oh, oh. Oh, oh.
Oh, L. Ich bin immer hinter dir. Keine Angst, Freundchen. Und hier haben wir die Boutique C4. Ein toller Laden mit tollen Kleidern. Ich trage selbst Kleidung aus dem Laden. Und das ist die beste Empfehlung. Außerdem ist der Inhaber ein gutherziger Geselle. Besonders gern führt er Neuzugänge durchs Dorf. Er hört auf den Namen Selton. Oha, ja, das bin ich. Und das ist mein Laden. Ich hoffe, du deckst dich hier reichlich ein. Bei Tornado kannst du die Sachen direkt färben lassen. Puh, jetzt bin ich außer Atem. Die Führung ist hiermit zu Ende. Immerhin bleibe ich so in Form. Macht Spaß, oder? Ich liebe es, rumzulaufen. Aber ich mag vieles gern. Soll ich dir davon was erzählen? Was magst du gern? Meine Mama, die spricht irgendwo mit deiner Freundin. Wenn man sie dabei stört, wird sie böse. Man muss ganz vorsichtig unbemerkt anschleichen, wenn man zuhören will. Soll ich dir noch mehr erzählen? Was machst du denn gern? Käfer fangen, du staunst du, was? Der Trick ist, ganz leise anzuschleichen. So lassen sie sich leichter fangen. Soll ich dir noch mehr erzählen? Was magst du gern? Edelsteine und Rubine. Alles, was glitzert, habe ich gern. Oh, sag mal. Was denn? Hast du ein Opal dabei, oder? Wenn du ihn verkaufst, bist du reich. Tschüssi. Hey, hallo. Du kommst aus der großen, weiten Welt, oder? Du kannst sicher mit Pfeil und Bogen und mit dem Schwert umgehen, oder? Du bist bestimmt total stark, klaro. Wahrscheinlich kommst du mit allen möglichen Waffen klar. Hilfst du mir dabei, meinen Traum wahr werden zu lassen? Mein Opa war immer ganz fasziniert von Waffen. Leider hat er die Sammlung nie vervollständigen können. Und jetzt ist er nicht mehr da. Bringst du mir die Waffen, die ich dir nenne, und du zeigst sie mir? Dann kann ich meinem Opa im Himmel erzählen, was ich gesehen habe. In Ordnung. Gut, so machen wir es. So, was nehmen wir denn? Hast du schon mal ein Reiseschwert gesehen? So etwas konnte ich bisher nur in den Büchern bewundern. Aber in echt noch nie. Wenn du ein Exemplar findest, dann zeig es mir unbedingt. Habe ich... Ich hatte mal Reiseschwert. Scheiße. Ist schon kaputt, Junge. Hey du da, was stellst du dich denn hier so an? Ein Fremder wie du darf nicht einfach alles mit anhören, ne? Ja, und jetzt weg mit dir. Guten Morgen, schönes Wetter, oder? Der Krämerladen Mistral wartet auf deinen Besuch. Sieh dich in Ruhe um. Hey. Hier werden wohl diese Musterhäuser sein. Die neue Art des Wohnens. Bauunternehmen Yolanda. Unsere Inus... Unsere innovative Leichtbauweise ist für jeden Umgebung geeignet. Besichtigen Sie unsere Musterhäuser. Ja, die sehen ja wirklich grandios aus, wie Minecraft. Kann man wirklich hier einfach in einem Bett schlafen? Nein, okay. Schade. Muss ich sagen, hätte ich jetzt gefeiert. Einfach so hier ein Musterhaus rein und einfach irgendwo auf dem Bett gelegt und losgeknattert, ne? So. Hier kommen wir oben raus. Wow, die haben sogar einen Balkon. So, wieder runter. Ja, also so besonders
sehen die Häuser jetzt nicht wirklich aus. Es sieht ein bisschen so, ja, Holzklötze einfach aneinander gesteckt. Aber gut. Naja, jetzt sind wir mal hier beim Schrein. Den können wir mal machen. Sesam, öffne dich. So, runter mit dem Fahrstuhl. Was uns wohl in diesem Schrein erwartet? Betten. In Betten kannst du bis morgen Mittag oder Abend schlafen. Deine Herzen werden vollständig aufgefüllt. Miam Gannas Apparatur. Mia Gammas Schrein. Wir laufen sofort mal hier hoch. Oh nein. Das ist ja so eine... 12 Sekunden später. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dir schon mal gespielt habe, den Schrein. Und ich wurde so sauer. Und das wird hier nicht anders verlaufen. Ich werde wieder so sauer werden. Dieses Drehen, ne? Ah! Das macht mich fertig, Leute. Nein, du solltest doch noch nicht runterfallen. Nein. Und wieder weg. So, ich muss mich wieder so hinsetzen, damit das wieder gerade ist, so wie es soll sein. 20 Minuten später. Nein. Okay, so geht's natürlich auch. So, wieder so drehen. Ein paar Sekunden später. Scheiße. Schade. Jetzt kriege ich das nicht nochmal hin, ne? Jetzt habe ich das Ding so krass verdreht. Eine Stunde später. Komm. So. Wer baut sowas? Leute, die die Leute, die die Welt einfach nur brennen sehen wollen, ne? Ich krieg das nicht mehr. Krieg das nicht mehr so gerade hin, ne? Oh nein, 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 nein. Ich muss Pause drücken. Hallo, Pause. Nein.
Langsam. Sechseinhalb Stunden später. So. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Kann man das neu starten? Ich glaube, das war nur möglich, indem man rausgeht, ne? So. Weil ich habe die Dinger jetzt mal vom Controller runtergenommen. Jetzt habe ich die Dinger mal in der Hand. Vielleicht ist es dann einfacher, was ich noch immer nicht glaube. Irgendwann später. Also das sind Sachen, die kann ich gar nicht ab mit diesem Drehen, den Controller da hin und her drehen und... Ich glaube, da habe ich aber auch im System eingeschaltet, dass das aus ist. Ja, Neigungssteuerung ist aus, aber leider ist das bei dem Spiel so. Ich wäre viel geiler, wenn man das dann mit dem Analog könnte steuern, aber ja. Da hoffe ich mir zu sehr was, ne? Es ist wieder gerade. Ich frage mich gerade wirklich, ob es nicht einen anderen Weg geht, wie rausgehen, weil... So. 3 Tage später. Und jetzt haben wir es gleich schon wieder zu krass verdreht, das ist... Nachher wieder nicht mehr gerade kriegen, um den Ball rauszukriegen. Das Ding ist mir einfach zu sehr empfindlich. Um ehrlich zu sein. Drei Wochen später. Ah.
Aber wie ist... Es ist ja gar nicht möglich. Den Ball... Viele Monate später. Nein, 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 nein. Ja. Das kann ich auch vergessen, ey. Hallo. Zweitausend Jahre später. So. Ich dreh durch, ne? Ich glaube, ich hasse diesen. Also. Ich habe hier schon ein paar Tempel gemacht. Ich glaube, das hier ist eindeutig mein Hasstempel. Dreitausend Jahre später. Versuchen wir nochmal hier und da und dann fällt er wieder da raus. Ja, wird eine sehr spannende Folge für euch.
Ist ja nicht so, als hätte ich das gerade erst vor ein paar Minuten versucht und es hat nicht funktioniert. Wie habe ich den Tempel damals geschafft? Habe ich ihn überhaupt geschafft oder habe ich es aus Wut einfach sein gelassen? Hier ist das Hauptproblem, dass dieser Scheiß gerade muss sein. Und um ihn gerade zu machen, fällt der Scheißball wieder nach da. Ich dreh durch. Ich... So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja. Wieso soll man sich an die Regeln halten, wenn es auch anders geht, ne? Ich könnte es versuchen, noch den Schatz zu bekommen aus dem Labyrinth. Das könnten wir noch tun. So nicht. So. Jetzt habe ich mal wieder alles an den Controller hier angeschlossen. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, gut. Dann verabschiede ich mich von hier. Wir haben es dann nach einer halben, gefühlten Stunde herumgespiele doch geschafft. Ja. Dann sehen wir in der nächsten Folge, wie ich versuche, an die Kiste zu kommen. So. Tschüss.